Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausstellung in der Lehmhaus-Galerie. Diesmal zeige ich Ihnen unter dem Titel Zwischen den Zeiten Arbeiten von Marion Opus Klee. Ich werde Ihnen wieder drei ausgewählte Werke näher vorstellen und hoffe wie immer, dass ich Sie neugierig machen kann. Marion Opus Klee wurde in Hohenmölsen geboren. Sie lebt und arbeitet heute in Ringschneid, Baden-Württemberg. Die Malerei ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil im Leben der Künstlerin. Sie besucht regelmäßig Workshops und Kurse bei unterschiedlichen Dozenten und Künstlern und unternimmt Malreisen unter anderem nach Mallorca oder zum Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop. Sie ist Mitglied im Kunstfreien Biberach e.V. und beteiligt sich seit 2014 regelmäßig an zahlreichen Ausstellungen. Die Arbeiten von Marion Opus Klee sprechen eine ganz eigene und klare Sprache. Die Künstlerin möchte dem Betrachter die Möglichkeit geben, das von ihr Gesehene mit eigenen Augen zu erleben, den Blick für das Detail zu schärfen und die Sinne anzuregen. Sei es eine Ostseewelle, eine Bottenwiese, ein mit Wassertropfen bedeckter Apfel oder Kirschblüten. Alles erfährt die volle Aufmerksamkeit und Zuwendung der Künstlerin. Auch Nikolaikirche und Thomaskirche finden in diesen Bilderreigen ihren Platz. Beginnen möchte ich mit dem Bild Nummer 6, der Bottenwiese Althagen. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt, misst 62 x 90 cm und ist aus dem Jahr 2023. Das ist das Motiv, was auch schon auf den Einladungen zu sehen war, allerdings dort nur als Ausschnitt. Für meine Verhältnisse ist es ein recht großes Bild. Wir sehen eine Landschaft mit einem Zaun, der aber seine Funktion nicht mehr erfüllt. Er lässt eine Weite zu, da er nicht begrenzt. Und wir haben die Möglichkeit, den Raum zu erweitern. Der Himmel spiegelt sich in dem Wasser auf dieser Bottenwiese, Nässe, die uns momentan sehr fehlt. Und wir haben auch diese Weite sofort in uns, wir spüren es, diese Erinnerung und diese Sehnsucht nach mehr. Fortfahren möchte ich mit den Bildern 16 und 17, der Thomas- und der Nikolaikirche. Sie sind jeweils in Öl auf Leinwand gemalt, messen jeweils 24 x 18 bzw. 18 x 24 cm und sind aus dem Jahr 2024. Hier zeigt uns die Künstlerin in Pop Art, unsere Leipziger Wahrzeichen, ganz modern und frisch, mit Reflexionen in Wasserspielen bzw. oder auf regennassem Pflaster. Ganz überraschende Momente und sehr spannend im Reigen der gezeigten Bilder. Zum Schluss möchte ich Ihnen die 25 und 26 vorstellen. Das sind die Glaskaraffen 1 und 2. Sie sind in Aquarell gemalt, messen 14 x 10 cm und sind aus dem Jahr 2024. So zart und zerbrechlich wie diese Glaskaraffen sind, so schwierig ist die Aquarelltechnik. Diese Karaffen so transparent, so zart und fragil darzustellen, ist eine große Kunst. Und diese Technik ist in dieser Ausstellung auch wahrlich eine Seltenheit. Und es ist ein Zeichen der Wertschätzung für alte Schätze, diese so schön darzustellen. Besonders schön finde ich, dass diese Karaffen die kleinen Köstlichkeiten in der Mitte flankieren. Um Ihre Neugier wach zu halten, möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass die Künstlerin Banksy-Parodien mitgebracht hat. Und zwar in Erinnerung an die geschredderte Kunst. Das Ganze neu interpretiert mit den Augen der Künstlerin. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Ihnen. So, das war's wieder. Ich freue mich, Sie bei mir in der Ausstellung begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung geht bis zum 26. Oktober. Wie immer der Hinweis, schauen Sie vorher auf der Website nach oder rufen Sie kurz an, damit Sie nicht gegebenenfalls vor geschlossener Tür stehen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihre Katharine Scholz.